Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Ich bin Alex von The Free Jesser, und ich habe die ROM auf Deutsch gekriegt. Speicherpunkte. Wenn du einen Speicherpunkt berührst, erscheint das Kommando Speichermenü. Drücke A, um das Menü zu öffnen. Speichere deinen Fortschritt häufig. Eine seltsame Tür ist erschienen. Nähere dich ihr, um sie zu untersuchen. Und ja, wenn ihr jetzt denkt, hey, da seht ihr schon. Das ist mein anderer Speicherstand. Ich habe bereits den nächsten Part aufgenommen. Und danach ist es wie es auf Deutsch geht, dachte ich mir, bevor ich jetzt im dritten Part auf Deutsch anfange, mache ich lieber den zweiten nochmal auf Deutsch. Vor allem, weil ich jetzt nur 3 Minuten gespielt habe, bis ich hier war. Und nicht 20. Öffne diese Tür. Richte das Schlüsselschwert auf sie. Und... Destiny Island, die Inseln des Schicksals. Das ist ja unsere Insel. Sora. Schon wieder diese Stimme. Wer bist du? Alles in Ordnung, Sora. Woher kennst du meinen Namen? Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin Mickey. In dieser Welt haben wir uns noch nie getroffen. Aber ich kenne dich, Sora. Und du kennst auch mich. Wir sind Freunde. Moment mal. Wir treffen uns gerade zum ersten Mal. Aber kennen uns trotzdem und sind Freunde? Das soll jetzt mal einer verstehen. Wir befinden uns in einer anderen Welt, Sora. Aber das ist eine ganz lange Geschichte. Ich kann den Welt nicht besuchen. Daher habe ich gehofft, dass du vielleicht ein Rätsel für mich und meine Freunde lösen könntest. Was für ein Rätsel? Es gilt, eine Antwort zu finden. Sie befinden sich irgendwo in deiner Welt. Finde sie, Sora. Nur du hast die Macht dazu. Ehrlich gesagt verstehe ich gerade rein gar nichts. Reicht es dir, wenn ich mich hier umsehe? Ganz genau. Wenn dir etwas unklar ist, frag einfach. Okay. Seh dich erstmal nach Anomalien um. Alles, was ungewöhnlich ist. Hilf uns weiter. Da brauche ich gar nicht lange zu suchen. Ungewöhnlicher als diese Blöcke geht's nämlich kaum. Meinst du... Du kannst mehr über sie herausfinden? Klar, ich werde mich bei den anderen umhören. Sora, denke mal daran. Es mögen Welten zwischen uns liegen. Doch ich bin immer bei dir. Wir sind jetzt ein Team. Soll mal recht sein. Die Umgebungskarte. Auf der Umgebungskarte auf dem unteren Bildschirm sind die Positionen von Sora, Gegnern und Türen eingezeichnet. Drücke Select, um herauszuzoomen und dir einen besseren Überblick zu verschaffen. Zoom, 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 zoom. Hey, Sora, kannst du das erklären? Was ist los, Selfie? Diese Blöcke sind los, und zwar nicht zu knapp. Weißt du, warum? Nein, keine Ahnung, aber es werden immer mehr. Wenn sie weiter so ranklotzen, ist bald die ganze Insel unter ihnen begraben. Hoffentlich ist Tidus und Wacker nichts passiert. Wieso, wo sind die denn hin? Zum Strand, um Nachforschung anzustellen. Die frage ich besser auch mal. Aufgrund von Datenfehlern sind überall auf der Datenwelt Bugblöcke aufgetaucht. Du kannst sie mit dem Schlüsselschwert zerstören oder auf sie klettern. Zerstörte Blöcke hinterlassen verschiedene Kugeln. Hua. 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 Und zack. Zam, dam, dam. Und ratat tot. So, wir müssen jetzt noch da hinten. Hey Sora, die Insel spielt verrückt, Mann. Ist mit alles in Ordnung? Was sind das für Blöcke, Wacker? Wo sind die hergekommen? Keine Ahnung, die waren auf einmal da. Einfach so und es werden immer mehr. Den Block da vorne sehe ich gerade zum ersten Mal. Ich werde ihn mal genau unter die Lupe nehmen. Wirklich? Klar, kein Problem. Autosprung. Ja, jetzt, wenn wir auf etwas zulaufen, dann springen wir automatisch. Wir können natürlich jetzt... Ja, wie machen wir das? Entweder... Ich weiß nicht, ob das geht. Können wir so ein bisschen abkürzen, cheaten? Ja, wir können natürlich abkürzen, cheaten. Ha! Level... LP plus 2. Blöcke, die mit einem Stern markiert sind, erhalten Kugeln und manchmal Kugelschätze. Graue Blöcke sind unzerstörbar. Also auf dem wir gerade sind, sind unzerstörbar.
Sie sehen meine Blöcke mit einem, mit einem Stern, enthalten besonders wertvolle Kugelschätze. Greife sie dreimal an, um sie zu zerstören. So, so hätten wir eigentlich gehen müssen. Und jetzt zerstören wir erstmal noch diese Blöcke. Und fliegen so ein bisschen seltsam umher. Boah. Ja. Und die. Und bevor wir das machen, gehen wir erstmal in unser Statusmenü und aktivieren es. Lebenspunkte plus 2. Analyse haben wir gelernt. Weil sonst reden wir mit ihm und dann sagt er dasselbe, wie wenn. Dann müssen wir das Ding noch aktivieren, dann müssen wir noch mit ihm reden, dann sagt er einfach dasselbe wie vorher. In dem Block war was drin. Was du nicht sagst. Konntest du mit dem Inhalt was anfangen? Ja, war ganz nützlich. Bestens. Kannst du dann vielleicht auch nochmal nach Titus sehen? Der ist nämlich noch nicht von seinem Rundgang zurück. Er kann nicht weit gekommen sein. Wie ich Titus kenne, steckt er sich ja schon wieder bis zum Hals in Ärger. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Danke, Mann. Im Englischen sagt er mir Bruder. Bruder, was geht? Also sagt es nicht so assi wie ich, aber er sagt Bruder. Bruder, Bruder, Habibi. Da war ja mal nix. Ja, das mache ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Ich bin sonst eigentlich einen Weg gegangen. Aber hier so ein bisschen erkunden, ne? Ein bisschen Blöcke öffnen. Ich bin nur noch Stufe 1. Und letztes Mal war ich schon Stufe 3. Nein! So weit komme ich nicht. Dann muss ich halt doch hier hoch. Oh, da ist was Gutes drin. Nullchip. Oh nein, ich komme hier nicht rein. Okay, dann werde ich mal den Nullchip aktivieren. Nullchip. Ohne Effekt. Oh, super. Den behalte ich dann doch lieber nochmal. Bevor ich mir mit Nullchips vollpumpe. Weil die braucht man ja anscheinend nicht ganz so. Was ist denn hier? The Batcave. Ja, aber da gehen wir jetzt noch nicht rein. Warum können wir ins Wasser springen? Wir haben keine Freiheiten, es ist kein Open World. Hier können wir auch nicht rein. Aber wir sehen da hinten ja schon eine Person stehen. Aber was passiert jetzt? Du schon wieder? Jetzt kommt eine coole Musik. Hihi. Nanu! Hm, was aber für ein Signal ist? Es könnte auf einen geheimen Zugang hinweisen. Das ist auch so eine Anomalie, wie die Blöcke ist. Vielleicht ist der Typ ja gerade durch diesen Zugang verschwunden. Das könnte in der Tat der Fall sein. Sieh dir die Sache mal genauer an. Vielleicht hilft es ja bei der Schattenreparatur. Okay, ich schau mal, was es sich machen lässt. Hintertüren orten. Einige Anomalien können nur im Systemkern beseitigt werden. Diese erreichst du über eine Hintertür. Nutze den Sensor der Umgebungskarte, um Hintertüren zu orten. In der Nähe von Hintertüren schlägt der Sensor schneller und färbt sie schließlich rot. Zum Beispiel hier, ne, ist ja ganz leicht. Hier müssen wir hin, aber erstmal hier noch die Blöcke kaputt machen. So, und jetzt schlagen wir mal ein Loch rein. Wo ist der hin? Hier rein? Einzugang zum Systemkern. Willst du ihn betreten? Natürlich von mir betreten. Sondern jetzt wurde das, was ich gelernt habe, nämlich so kompliziert, dass ich das auch nicht mehr ins Deutsche übersetzen konnte. Weil es einfach so... Naja, hier. Die Datenwelt, die aus Jimmys Tagebuch erschaffen wurde, basiert auf einem Programm. Der Systemkern ist das Herz dieses Programms. Ja, das konnte ich nie im Leben übersetzen. Für die Anomalien in der Datenwelt sind Bugbots verantwortlich. Besiege die Bugbots im Systemkern, um die Anomalien zu... und die Anomalien verschwinden. So, jetzt schlagen wir das hier nochmal runter. Und es ist ein Gegner aufgetaucht. Systempunkte, SP.
Im System kann er zu SP, die du nach einer erfolgreichen Säuberung gegen zahlreiche Belohnungen eintauschen kannst. So, die Gegner können aber nicht springen. Das ist im Grund. Säubere ich nochmal hier alles. Mich ein bisschen mit Stuff voll zu stopfen. Und noch mehr Stuff erhalten. Und zack, Schattenlurch. Und Link aufgebaut, weiterkommen ermöglicht. Links. Systemkernbereiche können aus mehreren Ebenen bestehen. Siehst du alle Bugbots einer Ebene, erscheint irgendwo ein Link, über den du zur nächsten Ebene gelangst. Okay. Ab in die nächste Ebene. Diese Ebene verlassen? C. Ist ja alles in Ordnung schon. Und hier haben wir wieder Schattenlurche. Magie-Upgrade. Und zack, das ist der Vertigo-Schlag, den ich eben ausgeführt habe. Der schlägt halt einen Gegner vertikal nach oben. So, jetzt könnte man meinen, ist alles in Ordnung, aber es ist nur... Ja, eigentlich ist nichts in Ordnung. Kommen gleich noch mehr Gegner, weil sonst wäre hier schon alles blau. Jetzt gehen wir nach hier oben, um die nächste Gegnerhorde zu aktivieren. Heiltrank erhalten. Zack, zack. Die. Ist alles noch ein bisschen unübersichtlich im Beginn. Ich habe einen Level-Up-Chip erhalten. Den werde ich dann auch mal einfügen. Nee, ich habe einen ST-Chip erhalten. Stufe plus 1. Jetzt bin ich Level 2, oder? Ich habe keinen Plan. Ich bin nur noch ein klein wenig verwirrt bei diesem Spiel. Aber es liegt daran, dass ich einfach auch in die Kingdom Hearts gespielt habe. Und ja, ich bin es einfach nicht gewöhnt. Jetzt muss ich nach hier unten. Zack, zack, zack. Und ich zerstöre. Störe euch. Königsanhänger 1,5. Dein Schlüsselschwert wurde aufgewertet. Besiege Gegner, um dein Schlüsselschwert zu verbessern und neue Fähigkeiten im Taktbaum freizuschalten. Wähle im Taktbaum deine favorisierten Fähigkeiten durch Berührung des Touchscreens aus. Abschlusskommandos werden mit zunehmender Taktstufe mächtiger. Rufe den Taktbaum auf, indem du Waffe auf dem unteren Bildschirm berührst. Ja, werde ich gleich mal machen. Ich habe wirklich das Terminal beendet, obwohl da noch Gegner sind. Wenn du alle Bugbots in einem Systemkampf besiegt hast, erscheint irgendwo ein Terminal, das dich nach draußen bringt. Get ready! Schwertanz. So, haben wir euch noch. Jetzt drücken wir mal hier unten auf Waffe. Auto-Heiltrank. Medikus. Eiserner Wille. Deine Magiekommandos werden nicht mehr unterbrochen, wenn du Schaden erleidest. Steig deine Magiekommandos. Ne, machen wir Eiserner Wille. So, und ab jetzt ist es wieder blind, weil ich habe hier für 20 Minuten gebraucht. Die bin verlassen. Sie. Ah, okay. Jetzt haben wir, wie wir sehen können, 16 Gegner besiegt.
Wir können 69 Taler bekommen. Oder einen Nullchip. Offensivreif. Oha, wir haben extrem viel Sachen. Wir nehmen uns mal einen Attack-Chip. Wir nehmen uns einen Abwehr-Chip. Und tauschen den Rest in 46 Erfahrungspunkte. Und sind draußen. Puh, wieder zurück. Der Typ in der Kutte ist weg. Na, ich wollte schon sagen, wie soll man darüber kommen, wenn da keine Brücke ist, ne? Huch, wo kommt die Brücke auf einmal her? Ob es mit den seltsamen Gegnern zu tun hat, die ich gerade besiegt habe? Debugging-Effekte. Weil sich der Zustand der Datenwelt wieder normalisiert hat, ist die Brücke zurückgekehrt. Durch Debugging des Systemkerns können Anomalien im Gelände beseitigt werden. Um das erhaltene Accessoire auszurüsten, musst du es in der Ausrüstungsmatrix im Hauptmenü einsetzen. Ausrüstungsmatrix. Accessoires. Offensivreif. Statusmatrix. Packen wir mal den Attack-Chip rein. Und ein Abwehrchip. Das reicht eigentlich fürs Erste. Die Nullchips will ich halt noch nicht machen. Kommandomatrix. Das werden wir später noch kriegen. Ich glaube, ich habe gerade eben sogar eine neue Fähigkeit bekommen. So, wo kann ich das nachgucken? Meine Fähigkeiten. Debugging-Protokoll. Trophäen, Sammlung, Fortschritt, Geschichte, Gegner, Profile, Charaktere. Schattenlurch. Besiegt 64. Für Anfänger hat sie eine 1%. Okay. Charaktere. Krass. Geschichte. Sammlung. Zeigt die Namen des aktuellen Ziels an. Ein Drehangriff. Okay. Accessoires offensivreif. Ja, gut, wir wollen uns jetzt ja auch nicht ganz lange aufhalten. Ne? Die Blöcke, die eben... Na, da ist noch einer. Und sie sind alle wieder da. Alle! 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 Ich will die Punkte haben. Kann ich dadurch aufleveln? Was? Hier kannst du dich nicht dran festhalten? Nein, das geht nicht. Schade, auch nicht durch Bug-Using oder so. Hey, da oben. Die Sachen stehen ja wieder. Die haben mir einen relativ guten Chip gerade eben gegeben, also. Ne, wenn sie nochmal da sind, soll es mir recht sein, Leute. So, halt mal fest. Aber diesmal ist eigentlich Äther. Hey, das ist doch... Ich finde, damit kann man leben. So, was hast du diesmal? Nichts. Ja. Ich finde, ich komme im zweiten Part eigentlich relativ gut voran. Dadurch, dass ich jetzt hier schon wieder in, ich baue einfach nur Scheiße abdrifte. Aber who cares, man, who cares. Dann gehen wir nochmal nach oben und dann gehen wir im nächsten Part zu... Ich habe seinen Namen vergessen. Wir werden seinen Namen sicherlich noch herausfinden. Den wir von Waka suchen sollten. Hey, noch ein Chip. Oh ne, ein Heiltrank.
Ja, aber das Spiel gefällt mir eigentlich. Ja, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.